Eurobike Tag 2. Heute sind wir auf der Suche nach den schönsten Rädern und angefangen hier bei Kisa Party Bikes. Noch ein bisschen altmodisch angelehnt. Schauen wir mal, ob wir noch was moderneres finden heute. Aber dieses Bike gefällt mir auch schon sehr gut. Das erste Bike des Tages ist ein neues Gravelbike von Giant. Das wurde gestern hier vorgestellt, das Revolt Advanced Pro. Das bleibt der bisherigen Geometrie von Giant treu. Praktisch hier ist zum Beispiel das Storage oder die Aufbewahrungsmöglichkeit im Unterrohr. Und was für die Graveler ganz wichtig ist, man kann hier bis zu 53 mm Reifen reinbekommen, indem man hier hinten am Ausfallende so einen Wechsel machen kann und dementsprechend kommt das Hinterrad weiter nach hinten und man hat die Möglichkeit, dann noch breitere Reifen zu fahren, also wenn es richtig grob wird, ein Gravel für alle Möglichkeiten. Auch die Sattelstütze ist etwas dämpfend für mehr Komfort. Die Farbe gefällt mir auch ganz gut. Ich würde dem Bike eine 7 geben. 7 von 10 Punkte für das Giant Gravel Bike. Bei Shimano am Stand habe ich dieses schöne Schmuckstück entdeckt, das Rad von Mathieu van der Poel im Weltmeisterdesign, aber sehr dezent gehalten, bisschen künstlerisch. Die Lackierung gefällt mir sehr gut, ausgestattet komplett mit Shimano, Dura-Ace Di2, auch die Dura-Ace C60 Laufräder. Auf jeden Fall alles auf Aero abgestimmt, auch den Sattel von Selle Italia im Weltmeisterdesign. Gefällt mir sehr gut, weltmeisterlich eine 8 von 10 Punkten. Wir sind bei Envy, die sind ja bekannt für ihre Laufräder, aber seit 4 Jahren auch mit Rennrädern und Gravelbikes am Start. Und seit 2 Jahren haben sie das Melee auf dem Markt. Gefällt mir sehr gut, vor allem hier in der Limited Edition Red Color. Also 50 Räder wurden davon gebaut. Das schimmert sehr schön, vor allem hier im Licht. Ausgestattet eben mit Envy Wheels, Envy Cockpit, sogar Envy Reifen. Also sie scheinen hier komplett alles selber zu machen. Mit einer SRAM Red, sieht nach einem sehr leanen Bike aus. Ich gebe dem Rad 8,5 von 10 Punkten. Für alle Bikepacking-Freunde habe ich hier ein richtiges Schmuckstück entdeckt, das Garup Gravel Bike. Das ist ein Stahlrahmen, ausgestattet hier mit einer Shimano GRX in Chromoptik, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und passend dazu gibt es auch Chrom-Laufräder, Alu natürlich, damit das Ganze auch stabil ist bei den Adventurern. Man hat das komplette Ortlieb-Sortiment fürs Bikepacking dabei, also man kann hier alles drauf fitten und ist somit für jedes Abenteuer gerüstet. Also wenn ich mal Bikepacken gehen würde, dann mit einem Rad wie diesem. Ich gebe dem Ganzen 7,5 von 10 Punkten. Wir sind bei Pali, einem amerikanischen Hersteller, und als wir gestern hier waren, wurde das neue Gravelbike uns versprochen, aber das ging auf dem Flugweg verloren. Jetzt ist es da, das Pali Taos, das neue Gravelbike. Sie kommen ja aus Amerika, aber fertigen das Bike in Europa. Und was besonders an dem Rad ist, das wird in einer Form gefertigt, also es ist ein Carbon-Guss, was vor allem hier am Hinterbau ermöglicht, dass sie selbst steuern können, wie viel Flex man in den Bike integrieren will. Und so haben sie es halt geschafft, für ein Gravel-Bike den optimalen Komfort zu wählen. Auch noch ein cooles Feature, man hat hier den Storage wieder, also man kann hier ein paar Sachen verstauen. Und wenn man das Rad bestellt, bekommt man sämtliche Adapter für alle Lenkeroptionen oder Cockpitoptionen dazu. Hier steht das Rad jetzt da mit ZIP-Laufrädern und der neuen GRX 12-fach Di2. Ich finde es sehr cool, vor allem die Carbon-Optik hier mit diesen Carbon-Fasern, die man noch durchsieht, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde dem Rad 8,5 von 10 Punkten geben. Bei 3T gibt es seit einigen Wochen das neue Roadbike, das Strada Italia. Auch hier mit der Carbon-Optik, sehr schön. Man hat ein massives Unterrohr, um halt aerodynamische Vorteile zu haben. Auch das Steuerrohr massiv, aber sehr schmal, wahrscheinlich aerodynamische Vorteile. Die Semi-Integration am Cockpit ermöglicht halt immer noch die Züge und die Shifter einfach zu wechseln. Trotzdem alles lean verbaut. Hier mit ZIP-Laufrädern und der neuen SRAM Red Gruppe gefällt mir sehr gut, vor allem auch die Carbonstruktur, dass man die wieder so schön raussieht. 3T fertigt, kriegt die Rahmenrohre praktisch am Stück und wickelt die zusammen in Bergamo im Werk. Also die werden in Bergamo produziert.
finde ich ein super Bike. Ich würde dem Ganzen auch 8,5 von 10 Punkten geben. Das Rad vom Straßenweltmeister hatten wir ja vorhin schon und hier steht das Gravel-Weltmeisterrad von Matej Mohoric. Letztes Jahr bei der WM ist er den Prototyp noch gefahren von Merida. Hier steht es jetzt in seiner Weltmeisterlackierung. Wie man sieht, die Weltmeisterstreifen. Was ich ganz cool finde, hat die am Hinterbau so eine leichte Marmoroptik. Sieht sehr nice aus, macht das Ganze hochwertiger. Was mich ein bisschen stört an dem Gravelbike ist, die Züge sind hier noch nicht integriert. Ansonsten solides Bike hier mit Dura Ace, also Straßengruppe. Ich gebe dem Ganzen 7,5 von 10 Punkten. Ein Detail ist mir hier noch aufgefallen. Er hat hier am Oberrohr eine Eule als Aufkleber oder in der Lackierung drin. Weiß jemand von euch, ob Mohoric mit Eule als Spitznamen in Verbindung gebracht wird? Und auch, er sollte nochmal mit seinem Vorderrad Luftdruck ein bisschen arbeiten. Wir sind beim spanischen Hersteller BH. Die haben ein neues Aerobike, das RS1 steht hier vor mir. Was ich ganz cool finde, die Gabel ist hier besonders gestaltet. Das soll mehr Handling geben. Man sieht, es geht ein bisschen weiter nach vorne als bei anderen Herstellern. Und das Tretlager wurde nochmal verstärkt, um nochmal mehr Steifigkeit zu gewährleisten. Für einen spanischen Hersteller hätte ich mir ein bisschen mehr Farbe gewünscht. Trotzdem, es sieht lean aus, Kabel alles integriert mit Shimano Ultegra. Ich würde dem Rad 7,5 Punkte geben. Für alle Fahrradkurier oder Fixie-Fans haben wir hier bei Schindelhauer ein ganz nices gefunden mit ganz speziell hier Riemenantrieb, also keine Kette. Ansonsten der Colorway gefällt mir sehr gut, hier auch mit dem Chrom, Vorbaulenker, sieht cool aus. Ich würde es vielleicht als Citybike nutzen. Ich gebe dem Ganzen 6,5 von 10 Punkten. Wir sind beim Gran Fondo Magazine und da haben wir nochmal ein richtiges Schmuckstück entdeckt. Nein, nicht den Porsche, sondern hier das Velier Vertical SLR. Wir hatten es die Woche schon in der Show, in dem Halbgrün. Ja, was soll ich sagen, mir gefällt es am besten heute. Also absolutes Traumrad. Hier mit Dura Ace, den Velier Laufrädern. Perfekt zum Bergfahren. Ich gebe dem Rad 9,5 von 10 Punkten. Bei Orbea habe ich endlich mal ein Rad gefunden mit einer coolen Lackierung. Hier in dem Rosa gefällt mir sehr cool, würde ich auch fahren. Vision Cockpit, keine Kabel zu sehen, alles lean verbaut. Das ist das Bergrad von Orbea, das Orca OMX. Hier mit SRAM Red AXS, also der E-Tab. Oku Laufräder, ich finde es sieht sehr gut aus, wahrscheinlich auch sehr leicht. Und ich würde dem Ganzen 8,5 von 10 Punkten geben. Das letzte Rad für heute ist von Haro, eine amerikanische Brand, die eigentlich aus dem BMX-Sport kommen, jetzt aber auch seit 2 Monaten Rennräder und Gravelbikes machen. Und wir haben hier das Haro Revet Carbon. Davon wurden in dieser Farbe 20 Stück gebaut oder ja, lackiert. Und das Design kommt von einem britischen Artist, Mark Ward. Und sie wollen auch in Zukunft mit vielen Artists zusammenarbeiten, um so außergewöhnliche Designs eben zu machen. Ich finde es ganz cool, vor allem, dass auch mal ein bisschen Farbe ins Spiel kommt und nicht jedes Rad gleich aussieht. Hier mit SRAM Red E-Tab, den ZIP 404 Firecrest. Auch alle Kabel sind innen verlegt, sehr clean. Ist natürlich auch ein kleiner Rahmen, aber trotzdem optisch gefällt es mir sehr gut. Und ja, mit dem Setup würde ich dem Ganzen 9 von 10 Punkten geben. Das war also Tag 2 von der Eurobike. Einige coole Bikes haben wir heute gesehen. Ich habe sie benotet. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr dazu sagt. Wie würdet ihr die Räder benoten oder was war euer Favorite? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen zum dritten Video von der Eurobike. Bis dahin, ciao.